Freunde, willkommen zu einem weiteren Indie-Horrorspiel. Heute spielen wir Alone und handelt von einem Jungen, der über Nacht in einem Museum eingesperrt ist und jetzt einen Weg rausfinden muss. Und wie mir scheint an diesem Bild, ist er in einem sehr bekannten Museum eingesperrt. Okay, wir starten. Spiel gibt's natürlich gratis und da sind wir auch schon. Oh. Was steht hier? Welcome to Hell. In welchem Museum steht denn Welcome to Hell? Wahrscheinlich in einem teuflischen Museum. What the f... Okay, gleich mal so ein billiger Erschrecker. Okay, das ist ein schönes Horrorspiel, ne? Okay. Das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich ein Spiel für Kunstliebhaber und Horrorfans gleichermaßen. Also hier können wir schöne Kunst bewundern. Naja, schön ist was anderes, aber gut, schön liegt im Auge des Betrachters. Das ist halt was für intellektuelle Horrorfreunde. Ja, und ich habe gelesen, wir müssen das bekannte Bild der Mona Lisa finden. Dann haben wir das Spiel geschafft. Gucken. Oh, okay, jetzt bin ich schon nicht mehr so erschrocken. Zweimal derselbe Erschrecker ist ein... Oh. Keine gute Idee. Oh, die Steuerung des Spiels ist grauenhaft. Das könnt ihr zum Glück nicht sehen, aber die Mausempfindlichkeit, die ist unglaublich hoch. Naja, ich versuche aber ganz still zu halten, damit es euch nicht schwindelig wird. Oder soll ich mal... Okay, Entschuldigung. Dann habe ich das Problem, dann weiß ich selber nicht mehr, wo ich lang muss. Okay, hier war ich. Bitte? Was wurde das jetzt? Wurde ich getötet? Scheinbar schon. Ich habe nur so rumgezappelt, dass ich es nicht gesehen habe. Okay, nochmal. Okay. Vielleicht sollen wir immer in Bewegung bleiben. Irgendjemand war hinter uns her. Okay, und auch die Jumpscares sind immer an derselben Stelle. Ach, guck mal, was hübsche Gemälde hier. Stell mir es für ein Kind ziemlich öde vor, über Nacht in so einem Kunstmuseum sich einschließen zu lassen. Dann doch lieber hier bei Toys R Us oder so. Oder bei Saturn. Und wieso hat der Junge eine Taschenlampe dabei? I see you, sagst du? Okay, schön für dich. Ich sehe dich nicht. Vielleicht auch besser so. Och, guck mal, das bekannte Bild, der Schrei. Das erste Gemälde, das ich auch kenne. Wer ist das hier? Die Kelly Family? Wer hängt sich denn sowas hier hin? Gottes Willen. Was blinkt hier? Okay, also manche Erschrecker, die sind schon ganz okay. Ja, die sind wirksam. Nur die Optik des Spiels sieht komisch aus. Es ist irgendwie so unscharf. So verschwommen. Vielleicht hat der Junge seine Brille verloren. Das ist alles sehr, sehr kurios. Ich kann übrigens... Kann ich springen? Nö, wozu auch? Ich kann aber auch nicht rennen. Also falls ich jetzt verfolgt werde, ne, schlecht. Und ja, wo ist die Mona Lisa? Ich würde mich ja überhaupt freuen, wenn überhaupt mal wieder Bilder zu sehen wären, ne? Oh ja, da sind wieder welche. Schön. Aber ich glaube, das sind alles bekannte Gemälde hier. Sogar zweimal hier das bekannte Bild der Schrei. Und hier ist ja der Schrei à la Homer Simpson. Schöne Bilder hier. Aber immer wieder die gleichen. Ja, du wiederholst dich. Schön, wenn du mich siehst. Soll ich jetzt einen Strip machen oder was? Ich glaube, wir haben es mit einem weiblichen Geist zu tun. Uiuiui. Hallo, Mona Lisa, wo bist du? Okay, I see you jetzt auch. Ich glaube, ein kleines Geistermädchen ist hinter mir her. Deswegen haben wir auch dieses Bild vorhin gesehen. Ich gehe mal hier lang. Ich will mal schauen, wie die...
Okay, ey, die macht aber richtig gute Bewegungen. Da habe ich schon schlechte animierte Geister gesehen, muss ich sagen. Nicht übel. Okay. Was ist denn das da? Ich hoffe, das sind nur Statuetten. Ja, sieht so aus. Na ihr, Hübschen? Wo ist jetzt hier unsere kleine Geisterfreundin? Oh, oh, die leuchtet ja. Oh, ich sollte mal schnell weg hier. Ich glaube, die kann durch Wände gehen, die kleine Cheaterin. Never. Was ist das da vorne für ein Raum? Da ist die Mona Lisa! Und? Jetzt? Geschafft? Tatsächlich. Yes! Okay, das war ein kurzes, aber ja, gut. Bisschen simpel, aber naja, ganz nett. Hatte schon schlechtere Spiele, aber auch viele bessere. ja, ganz nett und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Horror beim Herrn Daddel. Bis dann. Tschüss.